Das ist also diese Inschrift. Unten. Ja, hier unten, steht. Unten, ja. Die faschistischen Kämpfer wollten die Wolga sehen. Die Rote Armee hat ihnen diese Möglichkeit gegeben. Diese Armee kämpfte während des Krieges gerade hier auf dem Mamai-Hügel. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, also insgesamt gibt es hier 200 Stufen. Jede Stufe symbolisiert einen Tag der Stalingrader Schlacht. Und der Mamai-Hügel hat eigentlich zwei Bezeichnungen. Wurde genannt Mamai-Hügel, ist es nicht zufällig. Der tatarische Khan Mamai regierte hier im 12. Jahrhundert. Russland wurde von den Tataren erobert. Und bis heute gibt es bei uns sehr viele Begriffe tatarischer Herkunft. Der tatarische, es war Mamaev, es war der tatarische Khan Mamaev. Und er regierte hier am Unterlauf der Wolga. Nach dem Kriege, also während des Krieges, es wurden hier die erbittersten Kämpfe geführt. Im Laufe von 5 Monaten wurden hier die Kämpfe geführt. Und die erbittersten Kämpfe waren gerade ganz oben, wo die Mutterheimat steht. Dort gibt es diese 3 Wassertanks. Wir werden noch sehen, also um diese Wassertanks wurden die erbittersten Kämpfe geführt. Nach der und alle Soldaten an der Stalingrader Front bekommen den Befehl, bis zum letzten Mann kämpfen. Keinen Schritt zurück, das war tatsächlich der Befehl für die sowjetischen Truppen, für die sowjetischen Soldaten. Das ist die symbolische Bezeichnung dieser Mauer. Und diese rechte Seite, das ist die Mauer des Angriffes. Sehen Sie mal, fast in der Mitte ist die Gestalt der Soldaten dargestellt. Unten ist zu lesen, ich bin aus der 62. Armee. Я из 62-й, hier steht auf Russisch und auf Deutsch heißt das, ich bin aus der 62. Armee. Diese 62. Armee des Generals Tschuikow, sie kämpfte während des Krieges hier auf dem Hügel. Und der Stab des Generals Tschuikow wurde hier in einem Bunker also untergebracht. Aber später, so Ende November 1942, wo die Lage hier besonders schwer war, wurde dieser Stab verlegt näher zur Wolga. Aber der Stab des Generals Tschuikow war immer, also lag immer dem Mamai-Hügel gegenüber, in der Nähe der Wolga. Der Wind schlug ihnen ins Gesicht entgegen. Aber sie schritten immer vorwärts und wieder ein Gefühl der panischen Angst packte den Gegner. Ob die Soldaten an die Attacke gehen, ob sie überhaupt sterblich sind. Und die Antwort auf diese Antwort ist zu lesen in der Halle des Soldatenruhmes.